bin ja unterwegs und entdecke Genossenschaften und genossenschaftliche Firmen in ganz Deutschland. Ihr seid eine Tochter einer Genossenschaft, richtig? Genau, wir sind eine 100%ige Tochter von der Raiffeisen Warenzentrale. Okay, RWZ oh, abgekürzt. Ja, genau, RWZ. Was mich interessieren würde, wenn ich jetzt von einem großen Winzerverein einer Genossenschaft, mir fällt plötzlich morgens auf, Mist, ich brauche heute Nachmittag noch 1 Million Korken. Ja. Die kriege ich bei euch. Dann sind wir hier genau richtig. Ehrlich? Ja, also klar. Also 1 Million ginge? Ja. So, jetzt stehen wir da, wo ich mir meine 1 Million Korken aussuchen kann. Ja? Ja. Gut, ich nehme 1 Million vom Besten. Ja. Ja. Können Sie mir dann draußen einpacken. Gehen wir direkt und was weiter. Ich ja auch toll finde, ja, hier kann ich mir im Prinzip die individuelle Flaschenform und Größe aussuchen. Ja. Und dass ich mal das, was ich etikettiert immer ins Altglas schmeiße, ja, dass ich das jetzt hier mal so jungfräulich sehe, finde ja, ich toll. Genau. Ja. Also da geht der Winzer wirklich, oder der Genossenschaftswinzer vorbei und sagt, ach, mal zu meinem Wein lieber die braunen. Genau, ja? Das hat sich so die letzten Jahre auch ein bisschen herauskristallisiert. Wir haben immer mehr Winzer, die sich natürlich auch im Regal von anderen Winzern abheben wollen. Und deswegen ist auch die Vielzahl von den Flaschenformen entstanden, ja, weil jeder Winzer natürlich seinen Wein ein bisschen anders auffällig im Regal stehen haben will. Hier bei uns in Langelohnsheim lagern 15 Millionen Flaschen. Ehrlich? Hier in unterschiedlichen Hallen. Das da kommen gerade ein paar Fläschchen ja an, ne? Ja, genau. Aber das hier ist jetzt mal Magnum, oder? Ja, nee, das ist eine 1,5, eine normale Magnumflasche in Artikgrün mit einer normalen Bandmündung. Ja. Das sehen Sie durchs Plastik durch? Das sieht man, ja. Okay, sehr gut. Ich bin ja auf meiner Deutschland-Tour, ja, im Namen Raiffeisens sozusagen immer bemüht, auch was mitzunehmen, ja, in meinen Rucksack. Was, ja, können Sie mir denn anbieten? Also ich würde Ihnen gerne hier diese Original-Korkrinde. Das ist aus Portugal, was man mal sieht, das ist eine Original-Korkrinde. So dick sind die, wenn die geschält werden, okay, im Baum von der Korkeiche. Und hier werden die Korken wirklich in Portugal mit Handarbeit noch, weil jeder denkt, das also wird die sind ganz locker, okay. Ja, genau, die sind schon rausgestanzt. Das wird noch mit wirklicher Handarbeit am Band, also werden die Korken rausgestanzt von Mitarbeitern. Das finde ich toll. So ein bisschen wie so ein Blasinstrument, ne? Habe ich hier, ja, so eine Korkenflöte sozusagen. Genau, ja. Super, das darf ich mitnehmen. Sehr gerne. Ja, dann, ja, habe ich jetzt immer die Korken to go dabei. Ja. Herzlichen Dank, Herr Lutherbach. Gerne.